So, jetzt kommen wir zu der Wegerstellung. Und zwar habe ich dazu diesen Field Creator Mod. Da muss man, wo verschiedene Flüge, Scheibenecken, Gripper und so weiter die Option haben, dass man ein Feld erstellen kann. Bei diesem Field Creator Mod hat man das ganze Inventar quasi zweimal. Wenn man jetzt also diesen nimmt, obwohl man die Mod geladen hat, was jetzt nicht dabei steht, dann hat man das Problem, dass man halt keinen Field Creator hat. Also muss man weiter scrollen, bis das Ganze nochmal kommt. Man sieht jetzt da, man hat jetzt nochmal zweimal. Also man hat den vorherigen, den identischen nochmal und dann diesen Field Creator. Also es gibt drei Gruppen in dem Fall, die wo das gleich ausschauen, also identisch sind, aber nur einer ist dieser Field Creator. Also da nehmen wir uns den. Und mieten wir uns mal, weil den brauchen wir ja nicht immer. Und dann Traktor dazu. Schauen wir mal. Vielleicht nehmen wir was Blaues oder diesen Waldrand nicht. Oder nehmen wir den, ist ja egal. Okay, das könnte man schon machen. Bieten wir uns auch mal. So, dann zurück zum Fahrzeughändler. Steht jetzt alles. Haben wir das Licht an. Es ist nicht Nacht, sondern es ist jetzt 22:30 Uhr. Aber wir haben Winter und es schneit, also sind die Lichtbedingungen nicht unbedingt so optimal. So, jetzt fahren wir zum Einsatzort. Also ich mache jetzt den Weg nicht mit einem Zeichentool, weil dann zeigt es man nicht auf der Karte an, sondern ich erstelle halt ein Feld und dann wird der Weg quasi auf der Karte sichtbar. Also kann ich mir jetzt zum Beispiel alle gekörperten Flächen anschauen und da ist dann der Weg mit auf der Karte dann aufgezeichnet. So, jetzt müssen wir uns da gleich schön positionieren. Jetzt kann man quasi in dem Optionsmenü, in dem Steuerungsmenü, es auswählen, dass man Felder erstellen zulassen will, also das dann aktivieren. Dann Gruppe aufklappen. Dann senken und los geht's. Und was bei denen noch interessant ist, ein gegrümpeltes Feld macht halt die Fahrzeuge sehr schnell dreckig. Deswegen, das ist jetzt auch ein Grund, warum ich es auf diese Art und Weise mache. Aber man sieht jetzt schon unten auf der Karte, dass quasi dieser Weg, den wo ich jetzt abfahre, eingezeichnet wird. Oder halt sichtbar ist.
bisschen geht schon rein, den Rest wird halt erst aktualisieren müssen, bis es dann richtig angezeigt wird. Diese Spur ist jetzt quasi ein Feld, da könnte man jetzt Mais anpflanzen oder sonstige Sachen. Aber ich benutze halt nur das Weg, ich lasse es so gekrabbert dann auch. Oh, jetzt bekommen wir vielleicht Probleme. Ja, müssen wir schnell den Harvest ein bisschen vorfahren. Gut, man könnte jetzt den Anonymizer Tracks jetzt zum Beispiel auch anhängen. So, jetzt sind wir durch, dann heben wir den Grupper wieder. Ja gut, das war's jetzt mit Feld erstellen bzw. Wege bauen. Dann bis zum nächsten Video.